Weil dann bereite ich alles für den 8. Juni vor und dann machen wir da dann zusammen ein Projekt. Was sagt er? Ist das okay? Am 8. Juni bin ich nicht da. Ach Mann. Nein! Nein! Diese Kackert! Okay, aber Leute. Ah ne, wir haben noch 5 Minuten, ne? 5 Minuten sind noch, ja. Aber ich kann mich da hochziehen, oder? Ne, kann ich nicht. Ich habe ja keinen Longshot. Alter. Soll ich mal den Raum... 10 Minuten? Ach so, bis 35, ne? Wenn nicht... Wie ist es, wenn wir das an dem Sonntag machen? Also am 9. Juni? Geht das dann? Können da auch alle? Hier ist auch die Tür zu. Ich weiß nicht, also entweder... War da gerade ein Schalter? Da ist ein Schalter. Da brauche ich irgendeine Kiste. Boah, ich drehe hier durch, ne? Mann, das ist ein richtig... Also das ist gerade schon wieder so eine Stelle, da könnte ich richtig abkürzen. Ariana, du kannst nicht am 9. oder allgemein nicht? Dülü, dülü. 1-0? 1-0? Was? 1? 1 im Chat für Sonntag. 0. Mach doch mal eine Umfrage. Ja, wenn nicht, machen wir es halt noch später. Ist kein Problem, aber irgendwann müssen wir es halt machen. Und es ist halt die Frage, dass, wann können alle? Man kann es leider nie allen recht machen. Das ist halt die Scheiße. Nächste Woche schaffe ich nicht. Wenn, dann müssen wir es ein bisschen später machen. Okay, okay, stopp. So, jetzt hat er mich eben der Typ da hinten runtergehauen, ne? Da war ein Unsichtbarer. Ne, da war kein Unsichtbarer. Der da war's. Ah, jetzt ist er runtergefallen. So. Zack. Jetzt müsste ich eigentlich schon wieder zurückgehen, ne? Glaube ich. Geh nochmal ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwelche Kristalle sind. Was ist mit dem gerade passiert? Was ist denn hier los? Alter, wie viele? Okay, ich gehe wieder, ich gehe wieder, ich gehe wieder. Ich gehe einfach wieder. Ich hoffe einfach mal, dass es alle Kristalle waren. Bitte, bitte. Hä? Da ist ja doch einer. Kommt denn der jetzt her? Habt ihr gesehen? Da war gerade ein Kristall. Gott. Mana! Mana nehme ich mit. So, und jetzt abhauen. Ich hau ab, ich hau ab. Ah, ich habe den Raum verlassen, deswegen. Shit. Stimmt ja. Okay, sollten wir aber... Machen wir es jetzt rückwärts und jetzt Konzentration. Ich darf jetzt nicht runterfallen. Alles respawned, ja. Jetzt konzentrieren wir uns. Wir müssen ja jetzt nur aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Ansonsten sollten wir das eigentlich alles hinkriegen. Hoffe ich. So. Oh Gott. Oh Mann. Safe State gibt's hier nicht.
Ja doch, mach ich mal, ne? Spielstand speichern. Ich habe das übrigens behoben. Ich kann jetzt auch wieder Schnellladen machen, theoretisch. So, das haben wir. Okay, cool. Oh Gott. Schön. Safe-State ist nicht plus 5 Minuten, Shadow. Ich mach die Regel, nicht du. Sag mal. Nein, nein, nein. Ah, nee, da ist so ein Auge. Achso, aber das schießt nicht, oder? Da kann ich selber reinballern. Mal gucken. So, geht da was? Passiert da was? Was ist passiert? Man weiß es nicht. Bye bye, Ariana. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. So. Der wäre tot. Alter, was ist da denn Schönes? Hey, die Schatzkammer habe ich gefunden, Leute. Ich mache hier mal kurz Massensprengung. So. Alles tot. Drei Bosskies? Nee, ich glaube, das sind einfach nur Schatzkisten. So, ansonsten ist hier nichts. Das schreit doch so nach Fallen, ja, irgendwie, gell? Gucken wir mal. Ich mache sie trotzdem alle auf. So. Ein Herz, ey. Wahnsinn. Hallo. Oh, okay, Eisfalle. Aber was willst du machen, gell? Weißt ja nicht, wo was drin ist. Warum laufe ich denn auf die Kisten? Was ist denn hier los? Und ein kleiner Schlüssel, cool. Ah, oh, zwei kleine Schlüssel, schön. Das sieht alles so falsch aus, ja. Ich fühle mich hier auch ganz falsch am Platz. Okay, dann gehen wir jetzt mal oben drauf. Ah, zwei kleine Schlüssel ist schon cool. Muss man schon sagen. So. Da hinten ist eine Skulltee. Da haben wir eine Kiste. Ich glaube, diese Kiste müssen wir mit rausnehmen dann. Die wird wahrscheinlich für den Schalter sein. Ja, in TP steht ein eisiger Wind weht auf, genau. 118. Wird langsam, ne? Ich glaube, bei 120 können wir nochmal gucken gehen, ob da irgendwas Neues passiert ist. So, jetzt nehme ich die Kiste mit. Und dann müsste ja die Tür aufgehen. Jetzt kann ich die Kamera nicht mehr drehen. Shit. Shit, shit, shit. So. Let's go. Nein. Meine Kiste. Ich weiß nicht, ob das geht. Müssen wir mal gucken. Was ist denn der Sound für eine Schultertaste? So. So. Ja, da ist ja was Unsichtbares. Theoretisch, das muss ja einfach gehen. So, jetzt muss ich nochmal eine Schultertaste machen. Naja, da habt ihr halt nochmal 5 Minuten. Ich muss die jetzt droppen lassen, die Kiste. So. Jetzt nochmal plus 5 Minuten, ja. Aber nur deswegen. Ansonsten nicht. Ansonsten war ich sehr lieb. Ich habe mich sogar von dem Ding treffen lassen, damit die Kiste fallen gelassen wird. Oh ja, meine Lieblingsgegner. Mann, Alter, diese Krabscher. Die haben echt richtig was gekonnt mit diesen Krabschern, ne?
Alter, sind das viele. Ja, genau. Wie viele sind das denn? Alter, die drehen jetzt voll am Rad hier. Muss ich die alle besiegen? Aua. Hier ist nichts drin. Herzchen. Dann möchte ich jetzt auch gerne mal meinen Dreh einlösen. Okay, TJ, alles klar. Was ist das? Anvisieren ist nicht erlaubt. Okay, das geht aber. So. Macht mich doch nicht fertig, ihr Kleinen. Also es ist quasi eine mildere Form der Schultertaste, würde ich jetzt sagen. Alter, das waren aber jetzt auch... Oh, zwei Schatzkisten erschienen. Nice. Ah, das Spiegelschild. Schön. Das heißt... Wir können jetzt wahrscheinlich auch den Wüstentempel machen. Ah, der sieht cool aus, oder? Mit Pac-Man drauf. Einfach Pac-Man auf dem Spiegelschild, wie cool. Sehr geil. So. Und ein dritter kleiner Schlüssel. Also ich bin guter Dinge, dass wir hier jetzt vielleicht komplett durch den Dungeon durchkommen mit drei kleinen Schlüsseln. Aua. Au, ja. Genau. Okay, schön. Sehr, sehr schön. Wir haben noch 5 Minuten Zeit jetzt. Jetzt müssen wir es irgendwie nochmal schaffen, dass wir hier wegkommen. Das Packschild. Es wird jetzt halt... Jetzt müssen wir an diesen ganzen Schattengrabschern wieder vorbei, ne? Oh Gott. Was war das denn schon wieder? Oh Gott, nein, Link. Oh Mann. Ich hasse mein Leben, ganz ehrlich. Oh Mann. Oh nein. Also ich hasse nicht mein Leben, aber... ich hasse das Game, ey. Oh Mann. Das ist so übel. Ah. Ich bin beim Schattenkrab schon durch den Feuerkristall. Ja, die Sache ist halt, ich muss auch ein bisschen Mana sparen. Ich habe jetzt nicht so viel. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt einfach durch, komm. Renn. Renn, Junge, renn. Sagte, ich muss Mana sparen. Okay. Ja, droppen die Schattenkrab schon nicht Mana, stimmt. Aber ein bisschen wenig, finde ich. War jetzt nicht so viel. So. Komme ich da hoch? Das hätten wir, Leute. Geil. Hat ja nur einen halben Tag gedauert. So. Kann ich mich jetzt da, guck mal, an das Ding kann ich mich doch bestimmt ranziehen, oder? Ach, schön. Ach, ist das schön. Wir haben es jetzt geschafft, jetzt sind wir wieder in dem Raum, ne? Ja, wir kommen endlich hinten raus. Geil. Ach, ist das schön. So. Tür geht auf und jetzt sind wir da. Genau. Da sind wir durchgegangen, da, zack, da müssen wir lang.
Schnauze halten, Zombie. Zombies haben hier keine Meinung. Ich mache hier Zombie-Shaming mit euch. So, zack. Kleine Schatzkiste. Was werden wir hier drin haben? Noch einen kleinen Schlüssel? Alter, ich habe 4 kleine Schlüssel. Brauche ich die alle noch? Really? Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, im nächsten Stream können wir auf jeden Fall einen Schattentempel zu Ende machen. Hätte ich jetzt gesagt. Shadow, ich weiß, dass ich gleich Schluss mache. Alles gut. Musst mir das gar nicht so verdeutlichen. Ich bin der Master der kleinen Schlüssel. So. Und es müsste dann theoretisch ja im nächsten Part hier weitergehen. Hier. Dann müssen wir uns da wahrscheinlich hier so langhangeln. Step für Step und dann da hinten mit den 4 Schlüsseln wahrscheinlich den Rest machen. Das machen wir aber im nächsten Stream. Nein, ich will nicht mehr schnell anvisieren. War wieder ein geiler Stream. Also wir haben... Gott. Wir haben gut was geschafft auf jeden Fall. Ich danke dir auch, Lady Makoros, für deine Hilfe mit den Geistern. Das war super von dir. Danke dir. Und ich danke euch allen auch für den wunderschönen Stream, für die Spenden, für alles. Ihr seid super. Ja, also ich würde sagen, nächste Woche machen wir da ganz normal. Dann reden wir nochmal drüber. Ich würde schon mal vorbereiten, soweit, wie wir das machen. Also wir haben ja jetzt gesagt, wir machen Scribble.io, ne? Als Community-Projekt. Und ja, würde sagen, da bereite ich soweit alles vor für den Stream. Und dann reden wir nächste Woche nochmal. Übernächste Woche. Weil übernächste Woche kann ich erst vorbereiten, weil ich da Spätschicht habe, da habe ich immer Zeit. Und dann reden wir da in dem Stream dann einfach nochmal, wie wir es genau machen, wann wir es machen. So machen wir das. Gut, das war's von mir. Vielen Dank. Wenn ihr es noch nicht habt, gerne liken. Wenn ihr es noch nicht habt, gerne abonnieren. Und bis zum nächsten Mal zu einem neuen Livestream zu Zelda Gold Quest. Schönes Wochenende euch. Tschüssi.